Hallo, schön, dass ihr dieses Video gefunden habt. Heute zeige ich euch, wie man Blattläuse bekämpft, und zwar ganz natürlich mit Hilfe eines Ohrenkneifers. Der braucht aber eine Unterkunft, und ich zeige euch, wie man die baut. Dazu braucht man einen Blumentopf, ein paar Holzstäbchen, zum Beispiel so kurze kleine Bambusstückchen oder was ähnliches, ein bisschen Schnur und auch noch ein bisschen Stroh. Das Ganze funktioniert so, dass man zwei der Holzstäbchen so abschneidet, dass sie genau unten als Kreuz in den Blumentopf reinpassen. Die verbindet man mit der Schnur, erst das eine, dann senkrecht dazu das andere, durch Verknoten so, dass man das Ganze dann durch das Loch des Blumentopfes die Schnur durchfädeln kann und sie dort das Stroh hält, was man dann auch noch in den Blumentopf reinstopft. Das Ganze, damit das nicht rauspurzelt, wird befestigt mit dem dritten Stückchen oben, einfach auch nochmal zusammengeknotet. Das war es auch schon, und so kann man es dann in den Baum hängen, und zwar so, dass der Rand des Blumentopfes die Rinde berührt, damit der Ohrenkneifer einfach rein und raus kann aus dem Topf. Der Ohrenkneifer ist nachtaktiv und da haust er drin und nachts kommt er raus, frisst die ganzen Blattläuse auf, eine seiner liebsten Speisen. Viel Erfolg!